Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Train Rally 2, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Dieses wunderschöne Spiel. Wir haben vor etwa 3 Jahren, ein bisschen weniger als 3 Jahren, Train Rally 1 gespielt. Vielleicht kann sich der ein oder andere dran erinnern, der auch schon vor allem ein bisschen länger dabei ist. Und das Spiel war echt cool. Das hat echt Spaß gemacht. Und es kam auch bei euch ganz gut an. Und ja, Train Rally 2 kam im April raus. Und die Entwickler haben netterweise mir letzte Woche oder vorletzte Woche einen Key zukommen lassen, dass ich euch dieses wunderschöne Spiel näher bringen kann, darf. Und eigentlich hatte ich es gar nicht nötig, weil das Spiel eigentlich ganz gut geht. Trotzdem darf ich das machen. Und darüber freue ich mich sehr. Und ich freue mich schon loszulegen. So. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Und es gibt 50 Level. Ja, das ist voll krass. Das ist der Wahnsinn. 50 Level muss man sich mal reinziehen. Und es gibt noch ein DLC für die Leute, die nicht genug kriegen sollten nach 50 Level. Ach, die können sich das DLC noch für 5 Euro, glaube ich, kostet bei Steam, holen. Und dann können sie einfach noch weiter spielen. Das ist ja Wahnsinn. So, aber wir fangen jetzt hier mal mit dem ersten Level an. Missionsbesprechung. Der Forstbetrieb. So, 5 Sterne kann man erreichen, indem man entweder nur 5 Minuten zum Beispiel benötigt für die Mission. Dann gibt es 3 Sterne. Wenn man 40.000 bekommt, gibt es 1 Stern. Und wenn man natürlich kein Zugunglück mehr bekommt, dann gibt es auch 1 Stern. Ja, Wahnsinn. Das ist ja eigentlich selbstverständlich, dass man dafür eine Belohnung bekommt, dass man keinen Unfall baut. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist so ein Punktesystem, oder was? So bei Flensburg. Naja, gut. Okay. Legen wir los. Das ist die Map. Wunderschön. Wir haben hier ein Sägewerk, ja. Hier war so hier so Holzfäller-Dingsbums. Hier ist ein Sägewerk. Und hier ist ein Bahnhof. Hier sind unsere Züge. Wir haben 2 Stück. Und wir müssen jetzt Gleise bauen, ja. Also wir können jetzt hier schon Gleis ziehen. Das muss man erwerben, ja. Ohne erwerben geht's nicht. Sondern wenn man einmal hier und einmal hier. So, damit der es dann hier so fahren kann, wie er will. So. Tutorial 3 haben wir nicht. Da werden die Gleise gesetzt, okay. Jetzt müssen wir warten, bis wir genug Arbeiter haben. Kann man mit 2 Leuten schon, ja, das geht auch. Mehr ist immer besser. Die fahren jetzt dahinter. Und holen Holz. Beziehungsweise, genau, die liefern jetzt, der setzt jetzt da so einen Arbeiter hin, ja, und die produzieren Holz. Genau, so war das. So. Und wenn das Holz dann abgebaut ist, ja, wird das in den Zug eingeladen. Und der Zug fährt dann dahinter und der macht dann Bretter draus. Und diese Bretter kann man dann verkaufen. So. Man kann das Ganze natürlich hier noch ein bisschen erweitern. So. Dass der das hier so hinbrecht, ja. Genau, wie ist das jetzt hier mit dem Zug? Ja, genau. Also der fährt jetzt dahinter, bringt jetzt das Holz dahin. Und dann können wir gleich den nächsten Zug losschicken. Diesmal mit 10 Arbeitern. So. Ach, da gehen immer nur 2 Leute rein. Ah, okay. Ich dachte, da gehen mehr rein. So, der bringt jetzt das Holz dahin. Ach, der hat da keine Arbeiter, deswegen kann der jetzt da auch nicht. Wie schicke ich denn jetzt weg? Produziert Bretter. Jetzt ja große Befürchtung. Das muss man ja erstmal verstehen hier. Wahnsinn. Okay, dann schicken wir den Zug wieder hier rein, damit er hier die Arbeiter holt. Die brauchen ja hier 2 Holz, ne? Aha. Im Prinzip sitzt jetzt der Zug da hinten fest, oder was? Sehr erschreckend. Krass. Ja, gut. Dann schicken wir jetzt den dahinter.
Knuffig ist das Spiel. Ja, so schöne Polygon-Grafik. Hier sind ein paar Möwenbildchen. Ist schon schön. So, jetzt hat er da Arbeit da abgeliefert. So, wie kriege ich jetzt hier die Züge da wieder raus? So, ha? Was? Aha. Boah, da muss man ja aufpassen, damit man nicht immer, dass da nicht zu wenig Leute hin und her verkehren, ne? Krass. Da muss man ja richtig aufpassen. Also wir können jetzt noch einen Zug kaufen. Geil, oder? So, dann können wir den hier jetzt losschicken. Man soll da hinfahren. Ja, dann können wir hier... 4 Bretter braucht man hier. Nein, der fährt ja darüber. Egal, dann haben wir da schon die Arbeiter. So. Boah, wie schnell die Zeit vergeht. Guckt mal, fast schon 5 Minuten rum. Krass. Ich weiß gar nicht, wie man das so schnell hinkriegen soll. Ist schon knackig, das Spiel, habe ich das Gefühl. Alter Falter. So, ich kann den Zug nicht wieder wegschicken hier, oder was? Erst wenn der beladen ist. Ja gut, für die Umwelt, ne? Aber trotzdem. Das ist ja übel. Ich finde es auch schade, dass man nur 2 Leute mitnehmen kann. Warum kann ich nicht mehr Leute reinpacken? Hä? Oh oh. Ah! Was ist jetzt passiert? Hä, wo kommt der denn jetzt her? Ach so! Der ist dann einfach wieder hier in der Base. Aha! Okay. Aha! So läuft das. So, jetzt fährt er da rein und liefert ab. Und dann ist der Zug wieder unten. Ach so. So. Aha. So läuft das. Ja, da musst du ja richtig Züge raushauen. Gell? Kann ich jetzt... Aha. Statt her. Jetzt kann ich hier nochmal wegschicken. Ja, der da eben war, der ist dann hier... Aha. Ich verstehe. Ha. Ja, wie viel Holz kann ich denn eigentlich hier rüberfahren? Gehen 4 in einen Holzzug. Nee. Ach, so läuft das. Der fährt jetzt hier raus, ja? Das ist gar nicht wichtig, wo der Zug gerade reingefahren ist. Ich kann jetzt einfach hier den nächsten losschicken. Ah. Aha. Ja klar, okay. Ach, so läuft das. Ja, so können wir natürlich viel mehr Punkte kriegen, ne? Machen wir mal neu, oder? Komm, jetzt holen wir mal hier. Wir wollen das ja auch richtig haben, ne? Also viele Punkte. So, das heißt... Wenn wir... Wow. So kubik wollte ich nicht. So. Ich baue jetzt hier so hin, ja. Den da greifen wir. Und dann... Ah. So, der geht so weit wie hier hinten hin, ne? So. Und der... Das ist blöd. Der kann nur hier so dran. Schade. Hm. Wir machen nochmal neu. So. Wir können ja auch hier oben rum, ja? Das geht ja auch. Hier so. Weiß zwar nicht, ob das Geld reicht.
So. Boah, Ultra. Okay. Weil so kann man den schon wegschicken und den schon losschicken. Versteht ihr, was ich meine? Das ist mega geil. So, nein, das wollen wir nicht. Okay. Schaut her. Jetzt hat er hier zwei Leiter. Zug. Go! Und den nächsten Zug schickt mal hier hin. So, Zug. Go! Ah, wie geil! Jetzt habe ich es gecheckt. Okay, so läuft der Hase. Aha. So, jetzt hat er hier Holz abgeliefert. Jetzt können wir den nächsten darüber schicken. Ja, also richtig reinklotzen hier. Boah. Gib ihn. So, der nächste. Bam. So, dann können wir gleich nächste Ladung Menschen dahin schicken. Ach, so läuft das. So, jetzt liefert er hier ab, ja. So, dann lassen wir da ein bisschen fahren, sodass die nicht sich bumsen. So, jetzt können wir den losschicken. Wie geil. Wie geil. Boah. Aha, so läuft das also. Da muss man erstmal dahinter blicken, ne? Erstmal denkt man so, hä, wie, hä? Ich glaube, das ist ein bisschen anders als Train Willy 1. Ich habe vorhin immer überlegt, so, ja, was haben sie denn verändert, ne? Was kann man denn noch besser machen in diesem Spiel? Naja, so geht das. Aha. So, der nächste Zug, der holt jetzt hier Bretter, ja? Da bringt das hier in unsere Base. So. Ach, wie geil. Ach so. Jetzt kann man natürlich noch einen Zug holen, aber das ist schon ein bisschen eng für drei Züge, finde ich. Da kommt ja ein Zug raus. Hey, wieso ist der jetzt rausgekommen mit den Brettern? Wieso soll er doch hier abliefern? Das check ich nicht. Warum? Warum? Hier, die kann er doch hier abliefern, die Bretter. Jetzt fährt er wieder hier runter. Und er hat sie wieder eingelagert. Okay. Dann lassen wir hier die Bretter mal hier hinbringen. Vielleicht muss man erst die zwei Bretter hier abliefern. Die zwei Balken abliefern, bevor man die Bretter abliefern kann. Das kann natürlich sein. Schauen wir mal. So. Ich weiß nicht, ob man die immer umdrehen muss, ne? Ja, das hat jetzt funktioniert. Okay. Ja, so geht das. Aha, man muss also erst das obere abliefern, bevor man das andere schon bringt. Ich verstehe. So. Schon cool. Los! Oh nein! Gib Gas! Oh oh! Oh Scheiße! Oh Mann, das klappt. Fuck! Oh. Das war knapp! Das war knapp! Ohne Scheiß! Da hat nicht mehr viel gefehlt! Fuck it! So. Und jetzt brauchen wir Leute. Oh! Das ist voll! Scheiße! Das ist voll!
Ah, oh, wir haben schon fast voll. Oh. Weil ich es verpeilt habe. Das wäre ja keine Leute mehr drin. Naja, gut. Egal, dann haben wir halt den einen nicht geschafft. Scheiß drauf. Wir haben jetzt hier Leute gefehlt, ne? Das war jetzt so unser Problem. Das hätten wir schaffen können. Wenn wir drauf geachtet hätten, dass hier Leute sein müssen. Egal, nächstes Level machen wir besser. Aber wie geil das Spiel ist. Ist schon cool. Ist anders, ne? Nicht so dieses Typische. Ist wirklich ein bisschen anders. Und Züge, wer mag schon nicht Züge? Ne? Jeder mag Züge. So, jetzt gucken wir mal. Ist das eigentlich wichtig? Legt er das von... Ah, er legt das von alleine hoch. Aha, okay. Ja, weil in echt wäre es ja auch wichtig, ne? Der kann ja nicht einfach dagegen fahren. So, dann hat er das abgeliefert. Aha, dann wird auch einfach beendet. Aha. Ja, gut. Dann schauen wir uns jetzt mal das zweite Level noch an. So, was haben wir hier? 7 Minuten 30. Machen wir ja ein halbes Jahr Zeit. So, okay. Aber das finde ich auch schön, dass man immer nicht nur Holz jetzt hat, ne, sondern auch was anderes. Und zwar haben wir jetzt hier Getreide. Die Getreide muss wohl zu den Kühen. Aber wir müssen auch hier Getreide abliefern. Was ist das? Sand. Sand müssen wir hier auch hinbringen. Aha. So, aber bevor wir, also Nummer 1 ist scheinbar auf jeden Fall hier Getreide hier hinbringen, weil, ja, warum eigentlich? Und Sand. Ja, weil wir sonst die Kühe nicht. Ja, vielleicht macht dann Sand als erstes Sinn? Ich weiß es nicht. So, okay, ja, vielleicht doch eher als Getreide, oder? Mama isst mit Getreide. So, ist ein bisschen hakelig mit der Steuerung. Oha! Guck mal, wir haben nur 10.000, um da hinzukommen. Ja gut, wenn wir die Bäume meiden, ne? Was ist mit Sand? Das kostet auch 8 Riesen. Ist vielleicht sinnvoller, ne? Weil wir dafür 10 Stück abliefern müssen. Das gibt gut Oschi-Geld. Ja. So. Du kannst nun Streckenteile am Hang platzieren. Ja, das ist ja wunderbar. So, da kann er auch Zeit spulen, ja. Schade, dass die Zeit auch schneller läuft dadurch. Da müssen wir nur aufpassen, weil da kann man dann wertvolle Sekunden verlieren, wenn man dann so Leerphasen hat, ne? Das geht ganz gut. Oh, schon richtig Geld gescheffelt. So. Okay. Jetzt müssen wir wieder Gleise bauen. Und zwar müssen wir jetzt zum Getreide. Jetzt haben wir ja hier 30 Riesen, ne? Da kann man schon ein bisschen bauen. Das ist krass. Na gut, die Fässer gehen, ne? Kann man so nicht dran? Nee, können wir nicht. Boah, 9 Riesen kostet das. So, ja gut. Also, wir brauchen jetzt hier halt Getreide, ne? Das heißt, wir müssen jetzt dazu hinschicken und zurückschicken. Hm? Ach, man kann den Zug auch anhalten? Ach, hammermäßig ist das. Ach, krass, wir können den Zug anhalten.
Jo, das Geld haben wir nicht mehr. So. Okay, jetzt Getreide, ne? Ist klar. Ist das jetzt eigentlich? Kann das hier noch... Ach, das bringt uns trotzdem auch Kohle. Aha. Das heißt, wir können das hier trotzdem weiterhin betreiben, ja? Was ist das? Das ist ein X. Achso, nee, das ist wegen den zwei Pfeilen. Okay. So, dann bringen wir jetzt Getreide da runter. Aha. Und es ist auch gut zu... Nein! Warum ist der denn... Ach, das geht... Dann kann man das doch nicht verkaufen. Ja, das ist jetzt scheiße, ne? Das ist jetzt scheiße gelaufen. Ja gut, da würde ich einfach sagen, liebe Freunde, wir beenden hier dieses Video. Morgen machen wir dann noch eine Folge. Und da machen wir das dann besser. Ach so, ja gut, also das heißt, man kann wirklich nur das verkaufen, was man auch, was auch wirklich benötigt wird. Komisch. Ich kaufe auch manchmal beim Supermarkt mehr ein, als ich eigentlich brauche. Und schmeiße es auch nicht weg. Ja, keine Ahnung. Okay, na gut. Dann, bis morgen.